Kamera so sehr am Arsch, da ist nichts kaputt. Moin, schön, moin, und willkommen zurück zum Folge Buckys. Anyway, ich präsentiere euch wieder einen neuen CW. Ist diesmal sehr gut gelaufen, ist noch nicht um, aber ich glaube nicht wirklich, dass die Gegner dann noch irgendetwas reißen können. Ja, 28 Sterne. Habt ihr das gehört? Das war eine Bauchtrommel oder eine Brusttrommel. Keine Ahnung, wie man das nennt oder ob das dasselbe ist. Ja. Wollte eigentlich anstatt einen CW zu präsentieren, wieder eine Pokémon-Aufnahme machen, aber ne. Da habe ich gemerkt, oh Gott, die Kamera ist so sehr am Arsch, da ist nichts damit. Na gut, ich suche mir Ersatz. Irgend so ein 79,99 Modell habe ich da schon gefunden. Ist nicht zu teuer, ist genau das, was ich dort brauche. Nicht mehr und nicht weniger und jo. Keine Ahnung, wie, was das für eine Qualität an dem 3DS bringen wird. Hauptsache es ist Full HD und ich kann es dort bei dem staatlichen Einspann, habe ich schon gescheckt, kann ich. Und ja, alles andere ist dann egal. Alles andere wird sich schon irgendwie regeln, alles andere wird sich irgendwie klären und irgendwann kriegen wir es auch so hin. Ja, ich mache die Videos dann nur zu meiner eigenen Belustigung. Nicht für euch, nicht um unnötig viel Geld auszugeben, aber das ist egal. Irgendwann wird wieder Pokémon kommen, sobald ich das Ersatzmodell habe. Und bis dann werden wir einfach mal Trost COC aufnehmen. So, hier, gehen wir zum ersten Angriff, der von mir. Ja, zwei Sterne habt ihr schon im Titel gesehen. Dreifache Geschwindigkeit, nee, vierfache. So, wenn es der PC aushält, dann machen wir es nochmal. Sind gute zwei Sterne gewesen. Mir konnte leider keiner ein Erdbeben in die CP spenden, aber hey! Bike, Leute, ist mein zweiter Account endlich auf Tier 8. Also ist er jetzt schon, aber er hat noch keine Tier 2, genau. TH8 Truppen. Und er hat vor allem noch keine Erdbebenzauber. Und bald hat er Erdbebenzauber, bald hat er Pekka, bald hat er Golem. Und dann geht's richtig ab. Der ist gerade hier übrigens nicht im Clan drin. Der It's McLawson Account, der ist glaube ich bei Dark Throne, dem Stammclan von Meister Noob, dem Lieben. Ist er dort zu Besuch und ja, sobald ich den für Ralf genug gefunden habe, vielleicht auch bis er TH 8 Max ist oder sowas, keine Ahnung, kommt er wieder. Und hier, in diesem CW, Leute, hat der Manny gezeigt, dass er der Manny ist. Also das zeigt er schon jedes Mal, wenn er hier ist, aber der hat hier wirklich bei einem TH 9er, bei Frankies Nummer, weil der Frankie diesen CW noch nicht angegriffen hat. Keine Ahnung, ob er das noch fordert oder nicht, aber ist irrelevant. Wer hat nicht. Ja. Hat er einen Twister hingelegt? Also, großen Respekt, Frankie. Nee, Frankie nicht mit Frankie. Manny, sorry, reimt sich ja irgendwie. Hast du sehr gut gemacht. Also, ich glaube, das kriegt der Frax auch nicht wirklich viel besser hin. Wurde ein wenig knapp, aber es wurde ein Twister. Ja. Kann der Frankie halt, wenn er noch kommt, zwei Farming-Angriffe machen? Oh, jemand schreibt. So. Hey, komm her. Bin gerade in der Aufnahme. So. Oh, da hat jemand irgendwas geschrieben. Na gut, egal. Gehen wir mal hier zu 3 über. Habe ich noch getrestart? Hat der Dennis davor, glaube ich, getrestart? Geh. So, oh, der hat euch noch begrüßt. Schätzt es. Ja, was soll man dazu sagen? Was soll man dazu kommentieren? Leichter Angriff. Ist halt hier 9er mit Level 4 Golem auf einem Tier 8er. Ich habe einige Fehler gemacht. Hätte auch genauso gut schief gehen können, aber. Pff, ich könnte auch genauso gut mit Jasper Barbarian angreifen und mit einem 3-Star machen. Ja. Ah ja, CB-Truppen hatten in diesem CW übrigens keines der beiden Seiten. Gegner haben keine gemacht, dann haben wir uns gedacht, ja komm, geben wir uns auch keine. Wofür denn eigentlich? Wenn die keine machen, wir wollen ihnen ja kein Handicap geben oder sowas. Nee, Unsinn. Das ist einfach nur. Das war jetzt einfach nur eine andere Ausdrucksform von. Wir hatten keinen Bock darauf. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Zeig gleich mal. Komm her. Muss die Wiederholung zeigen. Und hier nebenbei hat der Manny auch mal wieder gezeigt, was für ein wertvoller Member ist. Nicht nur auf der kommunizellen Ebene und auf der sozialen Ebene, sondern auch CW-technisch. Also wir sind ja hier nicht so der CW-Clan. Haben wir auch schon öfters so gesagt, haben wir schon öfters so präsentiert, weiß jeder. Aber trotzdem, dass der Manny hier jetzt im CW so gut geworden ist, im Gegensatz zu damals, ich weiß nicht, ob ihr damals noch Aufnahmen von seinen Angriffen zeigt. Damals war jedenfalls überhaupt nicht so berauschend. Jedenfalls ist der Manny mit der Zeit jetzt zu einem extrem guten CWer geworden und das feiere ich einfach. Der Kontrast, den er gemacht hat. Das ist genauso wie bei Frankie. Der Frankie ging ja auch mal so einen
Ja, eine Zeit lang aus dem Plan, ich glaube, das waren 2 Wochen. Und als sie wieder kam, war einfach der übelste OP-Bursche. Also, das finde ich schon richtig schön, die Entwicklungen der verschiedenen Personen zu sehen im CW. Ja, ist einfach so eine schonende Sache. Huch, der ist schlecht. Oh, der will gehen. Oh, der ist wieder da. Oh, der ist OP. Na gut, anyway. Also, hier kommt der No-Name-Angriff. Da hat er mal was Ausgefalleneres benutzt. Strahok. Finde ich auch toll. Also, wer das hier erfunden hat, das hat mich so an den damaligen Warhawk-Angriff von den, wer ist er nochmal, Dennis, genau so, Angriff erinnert. Das fand ich richtig toll. Ja. Ist aber was Ausgefallenes. Wurde mit der Zeit zwar noch etwas knapp, aber es war schon ein krasser Angriff. Ich komme schon so auf, wenn ich irgendwann mal wieder Pokémon aufnehmen kann. Na gut, egal. Wurde ein Easy Tri-Star. Dann gehen wir weiter zu der 6, der Emio Zarin, K2. Ja, und ab hier unten, ja, haben wirklich nur die Loren-Leute was gemacht. Ist auch gut, mal wieder hier in 10er-CW zu machen, habe ich extrem vermisst. Ja, hier unten haben wir eigentlich schon der Minundono, mein 4. Account, mein 3. Account, der Project Nodef, und dann noch, der, Nelson, und dann noch irgendein anderer, keine Ahnung mehr, gut aufgeräumt. Ich glaube, das war der Galaxy Crafter. Der Steven, hat nämlich leider seinen Account verloren, war recht gut gemaxt, TA8. Und liebe Leute, vergisst nie und nimmer, vergisst es niemals, ja, euren Account mit Google Play zu verbinden. Ne, Google Plus, keine Ahnung. Irgendwo jedenfalls eine Accountverbindung zu machen, denn dann kann sowas passieren. Ja. Na gut. Aber er ist immerhin auch mit uns. Sein Account ist uns egal, ihm vielleicht nicht, aber ja. Für uns zählt halt nur die Person selber. Und deshalb können wir ihn ja auch nicht einfach nur ablehnen oder was gegen haben, weil er seinen Account verloren hat. What the fuck? Wir kennen den, der ist ein guter Kollege, der ist auch wieder ältester und alles. Und jo. Der Steven halt. So, dann kommen wir zu seinem Angriff. Ah ja. Hat er auch direkt das richtige Ziel anvisiert. Ab hier unten sind die Angriffe ja eigentlich recht eintönig. Na, ihr wisst ja, wie die Angriffe so unter TH6 sind. Ja gut, ich glaube schon auch bei TH6 sind die recht. Na gut, ab TH7 wird schon etwas weniger selbstverständlich, dass man immer einen Freestyle einlegt. Aber insofern wird es eigentlich Sinn machen, wenn ich mir 10 TH6 Accounts mache. Ja gut, der TH3 Accounts sind die Freestars auch recht selbstverständlich. Gehe ich noch mit Project Nodef rein, um das Niveau noch weiter runterzuziehen und trotzdem noch alles zu vernichten. Warum nicht? Wenn man es doch kann. Wenn man es doch kann, warum nicht? Na gut, aber wir sind hier nicht die Cybermafia, dass wir so Cribble-Cheat-CDs machen. Hab mich da schon auch dafür geschämt, dass ich dafür den Minhund gemacht habe. Aber gut, die Zeiten sind vorbei. Und jetzt ist der Minhund hier einfach nur ein Typ, der das Gegnerniveau runterzieht. Und meine CW-Kontrolle etwas steigert. Denn wenn ich hier so mit 3 Counts in CW drin bin, kann recht wenig passieren. Zumindest bei den 10er-CWs. Das war auch eines der Nachteile bei den 15er-CWs. Da hatte ich halt nicht alles unter Kontrolle, sondern einfach nur ein Fünftel. Und deshalb sind da auch ein paar Mal daneben gegangen. Aber bei den 10er-CWs kann nichts passieren. Na gut, das wäre dann schon zu dieser Episode. Das war Deutsch, Leute. Das war krass. Krass, Mass. Ja gut. Wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Eventuell Pokémon, eventuell, Duno, was auch immer. Ich versuch mal da aus dem Minimate noch was rauszuholen, aber jetzt nicht in Richtung von Minecraft-Animation, sondern eher was in die Richtung von, wer ist denn Animation nochmal? 2D-Animation. Kann man ja auch mit dem Minimate machen. Bin ich mir sogar sicher. Und jo. Die Sprache der Neuzeit, Leute. Abkürzungen. Na gut, aber ich werde da mal gucken. Eventuell werde ich dann auch ein paar witzige 2D-Animationen hinbekommen. Habe doch vor, etwas mehr wieder in die Richtung von dem jetzt zu machen, aber halt nicht mehr diese, Maurecher als Dev. LOL. Wenigstens maxed. Habe ich ihm jetzt. Ich habe noch nicht den Mauerbrecher gespendet, oder? Komm, nee, das kann ich nicht getan haben. Okay, gut, habe ich nicht. Jesus! Na gut, wir sehen uns dann jedenfalls in der nächsten Folge wieder, Leute.